Alter, was geht ab, Leute, Hunger? Mal wieder mit einem Update vom zweiten Account. Der super saftige Account. Ihr wisst, ich spiele den nicht mehr aktiv. Schon länger. Alter, ich spiele nicht mal mich selber so wirklich aktiv. Also den erst recht nicht. Ihr seht es auch da, ein roter Punkt, deswegen mal wieder ein Update. Denn der kriegt immer noch regelmäßig Freundschaftsanfragen, vor allem jetzt während der Einschränkung. Und da, wo die Leute nicht mehr so viele Geschenke verteilen und Pokébälle haben und dies, das, hat er echt eine Menge Anfragen bekommen. Wo ist der Code? Wie findet man den Code? Dies, das? Das ist ein Geheimnis. Der Code ist irgendwo in einem Video, das ich irgendwann mal hochgeladen habe. Ihr könnt den gerne suchen. Das ist wie so eine Schatzsuche. Jeder, der den findet und mich anfragt, also den Kleinen, der wird auch angenommen. Das ist wie das One Piece von Gold Roger, das er irgendwo auf der Grandline versteckt hat. Nur der Unterschied ist halt, One Piece wurde noch nicht gefunden und unser Code wurde schon jeden Tag gefunden. So, Update. Erstmal hier die Statistik. Die Statistik ist wahrscheinlich nicht so interessant, eher die Pokémon, die er hat und benutzt. Aber trotzdem die Statistik für euch. Gelaufene Distanz 1716,7. Die ist noch, die ist legal. Die ist nicht mit der App oder so oder mit Schütteln gefaked, weil die Mühe, den Aufwand mache ich mir natürlich nicht für den zweiten, für den kleinen. Deswegen, das ist noch legit. 17.000 Pokémon, 887 gefangen. Besuchte Pokéstops kurz vor 6.000. EP 44.365.918.000. Und wenn wir schon von EP reden, alle, die mich adden, hier übrigens hier so, alle, die mich adden, ich habe es mir überlegt jetzt, normalerweise, ich schaffe es halt nicht alle zu adden. Ihr seht, ich habe noch 35 Plätze, ich sortiere regelmäßig aus. Und ich habe bisher immer versucht, ein paar Leute bis auf beste Freunde hochzuziehen und die dann wieder zu entfernen für neue Leute. Aber das geht nicht. Beste Freunde dauert 3 Monate, wenn alle regelmäßig schicken. Und so viele hören dazwischen auf oder ich höre. Ich öffne mich jeden Tag natürlich und das macht einfach keinen Sinn. Deswegen habe ich mir neu überlegt, wir gehen nur bis Superfreunde. 30 Tage, das ist doch in Ordnung. Das müssen die meisten überstehen. Und so kriegen wir auch mehr Leute durch. Weil so viele warten noch auf der Liste, die haben ein Geschenk geschickt und kriegen hier eins, weil der dreht keine Stops und aufmachen kann ich halt nur 20. Momentan zum Glück auch 30. Aber so können wir dann regelmäßig alle durchbekommen. Und da im kleinen EP egal sind, mache ich es immer so, dass wenn 2 Tage noch bis zum Levelaufstieg sind, mache ich das Geschenk auf und dann ist nur noch ein Tag und schicke ein Geschenk. Und dann könnt ihr aufmachen, wann ihr wollt. Viele fragen mich immer, Hong, wann wollen wir aufsteigen und sowas. Sehr nett von euch, aber beim Kleinen ist es vollkommen egal. Dementsprechend, alle, die jetzt schon Hyperfreunde sind und drüber, so zum Beispiel wie dieser J.O., die werden gelöscht, um einfach neue Plätze zu schaffen und einfach da und da einfach zu sorgen, dass das alles in Bewegung bleibt. Ich hoffe, das ist okay und ansonsten hoffe ich, dass ihr euch freut, dass wir mal befreundet waren und es bis Hyperfreunde geschafft haben. Zurück zu der Statistik. Wo waren wir? Startdatum 22.08.2018, da habe ich ihn erstellt. Genau. Das haben wir schon. Kanto 149. An den Pokédex zeige ich euch eh gleich noch. Entwickelt 915, was auch immer. 3000 Mal gekämpft, auch gar nicht so schlecht dafür. Gefüttert. Er füttert eigentlich gar nicht mehr. Ich schmeiß die Bären weg. Früher habe ich es noch gemacht, weil ich dachte, okay, den Stock kann ich gebrauchen, um noch mehr Pokémon zu maxen. Aber mittlerweile ist mir das so egal bei dem Kleinen. Und Verteidigungsstunden, auch relativ egal, ich setze ihn in eine Arena, 105 beste Freunde, da vor der Haustür und dann wechsle ich das immer ab. Ja, nix. 442 legendäre Raids ist vielleicht interessant, Feldforschung macht eigentlich auch nur die Tagesquest und irgendwas, was ich vielleicht gejagt habe in Shiny oder sowas, dass er da auch nochmal die Chance bekommt und ich ihn dann als Shiny Lucky rübertauschen kann. Aber sonst macht er natürlich auch keine Quests. Liga technisch, das alles juckt ihn nicht. Die 4 Buchstaben, das sind die von der MAG, MAG und Ausrufezeichen. Oh, noch ein für die Medaille. Juckt aber auch nicht. Am Anfang habe ich es natürlich gemacht, weil jedes Farbigel habe ich mir dann direkt auch rübergetauscht. Und eins davon ist sogar Unlucky 100 geworden, also hat sich natürlich gelohnt. Ja, und das alles juckt nicht. Giovanni hatte noch besser Kumpel 0. Giovanni, die Medaille hat er glaube ich gar nicht. Giovanni hat er 0 Mal besiegt. Er macht auch keine Rockets und sowas.
So, Pokédex vielleicht. Schauen wir mal durch. Ihm fehlt Turtok. Ich entwickle eigentlich nichts auf die letzte Stufe für ihn. Wenn, dann fängt das dann irgendwie wild oder sowas. Golking hat er nicht mal gesehen. Golking hat er nicht mal gesehen. Impagato fehlt. Ich habe keine Ahnung, was da kommt. Wahrscheinlich irgendein regionales oder so, falls er es nicht hat. Nee, Corazon ist da. Boah, keine Ahnung. Seedraking hat er nicht. Sumpex hat er nicht. Dieser von der Turzel hat er nicht. Stolos hat er nicht. Illumis natürlich nicht. Vylord natürlich nicht. 400 Bonbons, woher? Quirtle natürlich nicht. Seviper. Oder Vibeat ist auf Deutsch, sorry. Keine Ahnung, was nach vorne kommt, aber er hat es nicht. Tropius hat er nicht. Eine der zwei Entwicklungen hat er nicht. Relikant hat er nicht. So. Pinguin, die mittlere, hat er nicht. Und dann nicht mal. Und nicht mal gesehen. Shinox natürlich nichts. Ach, hier hat er einfach nichts entwickelt, natürlich. Natürlich hier. Alles leer. Und hier erst recht. Aber wir können gerne mal die Pokémon durchgehen, weil das ist das Interessante. Oder vielleicht noch Items. Er hat 600 Plätze. Es gab eine Weile, wo ich mir dachte, okay, ich stock den auch auf mit den Münzen. Und dann habe ich den halt nicht mehr regulär gespielt. Und dann war es eigentlich egal, wie viele Plätze er hat, weil gespielt wird er ja eh nicht. Deswegen hat er nie voll. Und selbst wenn, ich kann einfach hier 100 Bälle löschen, weil er fängt nie irgendwelche Pokémon. Deswegen habe ich damit aufgehört und kaufe an sich nur noch irgendwelche Pässe. Und meistens hilft er halt irgendwelchen Leuten aus, die raid-technisch noch Hilfe brauchen. Oder halt natürlich mir selber. Und ja, da braucht er halt die Pässe. Pokémon, geh mal WP-technisch mal runter. 298er Mewtwo gefangen. Selber. Und das war da, wo er das zweite Mal rauskam. 100er Kyogre hat er gefangen. 93er Kyogre habe ich gemaxt, einfach so. Weil da, hier seht ihr es, IV-technisch ist es einfach vollkommen egal. Da hat er meistens einfach nur irgendwelche Luckys gemaxt. 96er Lucky mit Psycho-Stoß. Irgendein Random Rayquaza einfach nur, weil es Lucky ist. Schrecklich, Mann. 96er Lucky. Random 96, Random Lucky. Random Lucky ist sogar ein 91er. Random Lucky. Oh mein Gott, ist das schlecht. 98er vom C-Day. Auf Max rüber getauscht bekommen. 96er Lucky, auch nicht schlecht. Der ist nicht Max, so, ja. Dann hier Random Lucky. Ziehe ich nochmal gerade hoch. Ein Shiny. Das wollte ich mir ursprünglich übertauschen auf Max. Damit ich den direkt Max habe. Den Lucky. Aber es gibt ja Crypto Shiny. Deswegen kann er den gerne behalten. 96er Palkia. Stabil. Lucky Raikou. Lucky Dragoran. Alles Lucky. 98er Mammutel. Bisschen was zum Kämpfen. Und 96er. Bisschen was zum Kämpfen hier. Steinkante. Hier Lucky, das wird auch alles Lucky, ist halt billig und IV-technisch ist halt echt vollkommen egal. Es macht so wenig Unterschied. Ist halt nur zum Sammeln und dadurch, dass es halt der zweite da kommt, juckt es natürlich nicht. Und das wird dann halt alles hochgezogen, was halt so Lucky ist hier. Einmal sowas auf Max zum Kämpfen, nicht schlecht. 100er Latias hat er auch. Das heißt, ich habe 300er Latias gesehen. Zwei auf meinem Main und einmal auf dem kleinen. Ein paar Regigigas, die tauschen wir dann noch rüber. Ein paar ihren 100er, den habe ich mal mitgefangen. Da bin ich zu einem gegangen, der war Level 35, glaube ich. 100 hat der Kleine sich auch gegönnt, weil der ist eigentlich recht gut zum Kämpfen. Noch ein 98er hatte über. Unlucky, genau, Unlucky Tausch, 98 einfach geworden. Wird noch hochgezogen. 96er Melmetal wird auch noch hochgezogen. Ein paar Highlights hat er auf jeden Fall noch. Hier noch ein paar 96er. Also eine Menge Mewtwo im Start, aber natürlich nicht die Bonbons und nicht den Staub. Und ein 100er, ein zweites 100er, Kyogre hat er, das wird auch noch hochgezogen. Hat er auch von mir, aha, offensichtlich. Der hat nicht so viele Freunde. Ansonsten hier, die waren glaube ich auch stabil, 93er oder sowas kann das sein. Ja, 96 ist der sogar. Ja,
Hagen oder einfach, bei dem kann man einfach maxen, was man will. Ein Shiny hat er noch über, falls irgendjemand den mal haben will. Ansonsten hier Hagaikwasa noch, aber an sich hat er eh schon genug Aikwasa. Ein Shiny Kobalium, das werde ich mir irgendwann rübertauschen. Sonst, oh, 98er, aber das ist halt der schlechte Giratina. Zumindest für Raids. Shiny Giratina, aber habe ich schon, oder? Nee, habe ich sogar nicht. Werde ich mir vielleicht auch noch übertauschen. Ansonsten war es das auch schon. Random 100er, die ich mal mitgefangen habe oder sowas. Oder er sich selber, den hat er glaube ich aus dem Raid bekommen, random. Also der Kleine hat auch schon ein paar nette Sachen. 100er Lapras aus dem Raid. Das ist vom, da wo Lapras Raid Day war, da wo ich in Düsseldorf war. War das Düsseldorf? Ich glaube schon. Auf meiner Deutschlandtour, da wo Lapras Raid Day war und ich habe es gar nicht gemerkt. Ich wusste nicht mal, was 100 aus dem Raid ist, weil damals hatte ich abgeschlossen mit der 100er Jagd. Ich war zufrieden mit meinem 98er. Wir haben halt nur die freien Raid Pass gemacht und irgendwann, ein paar Monate später, habe ich gecheckt, ey, das ist ein 100er. Ah ja, hier seht ihr es. 25.05.2019. Eine Menge X-Rays hat er natürlich mitgemacht. Der alte Kollege des 100er hat er sich auch gegönnt, dass ich damals gejagt habe. Ansonsten war es das. Viel mehr hat er nicht. Das ist so ein kleines Update vom Kleinen. Wie, oh, natürlich, das Mega-Highlight. Der hat ein 100er Celebi. 100er Celebi hat er sich gegönnt. Das dürfen wir natürlich nicht vergessen. Auf jeden Fall, das war's von mir. Wie gesagt, ein kleines Update vom kleinen Account. Falls ihr ihn nennen wollt, wie gesagt, der Code ist irgendwo im großen, weiten Internet versteckt. Findet ihn und ich werde euch adden. Alle anderen, mit denen ich schon befreundet bin, ich versuche euch auf Hyperfreunde hochzuziehen. Danach leider entfernen, um halt Platz für alle anderen noch zu schaffen. Aber solange noch Platz da ist, bleibt ihr in der Liste und dann, wenn es halt wieder voll ist, dann muss ich halt ab und zu mal wieder aussortieren. Also hoffentlich seid ihr nicht traurig und freut euch, dass wir überhaupt mal befreundet waren. Deswegen habe ich ihn ja auch hauptsächlich gestartet den Account, um einfach 200 mehr Zuschauer und euch halt adden zu können. Das war's von mir, Leute. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon Serious Business.